Ja, hallo, liebe Motorsportmagazin.com Leser und Zuschauer. Ja, nachdem wir uns ja letztes Wochenende nach dem Rennen in Russland nicht den Kopf abgerissen haben, unser kleines Sum-Up hier, was wir gemacht haben, von Williams bis Mercedes, machen wir das natürlich nach Japan wieder. Es war ein sehr ereignisreiches Wochenende, noch ereignisreicherer Sonntag, an dem wir Qualifying und Rennen hatten. Und da gehen wir jetzt einmal kurz durch, wie das bei den Teams so lief. Ja, wie immer eigentlich beginnen wir mit Williams. Die rote Laterne der Formel 1 2019, die haben sie auch in Suzuka nicht abgegeben. Bisschen komisches Wochenende, das damit angefangen hat, dass Kubica im FP2 erstmal schneller war als George Russell. Kennt man so eigentlich nicht. Und ja, danach ging es halt eigentlich wie normal weiter. Die letzten beiden Plätze waren mehr oder weniger gebucht. Es gab so ein bisschen einen kleinen Eklat zwischen Kubica und Williams, denn Kubica hatte im Training einen neuen Frontflügel, der für 2020 so ein bisschen eine Entwicklungsstufe sein soll, ausprobiert. Der hat ihm ganz gut gefallen, den hat man ihn dann wieder weggenommen. Das Ganze resultierte dann, sagte er, in seinem Crash am Sonntag im Qualifying. Da hat er es dann weggeschmissen, hat für die erste Rotphase gesorgt. Da hat er gesagt, ja, er hat sich halt ohne diesen neuen Frontflügel nicht mal so wohl gefühlt. Tja, also nicht so schön gelaufen für Robert Kubica. Das Team hat es geschafft, das Auto wieder aufzubauen. Immerhin ist das Rennen dann mitgefahren, auch zu Ende gefahren, im Gegensatz zum Teamkollegen. George Russell, der erste Auftritt in Suzuka. Da wurde das Auto wenige Runden vor Schluss zurückgezogen wegen einem Bremsproblem. Ja, also nicht erfolgreich, eigentlich wie immer. Von daher, der Daumen bleibt unten. Bei einem Fahrer reparieren wir das Auto, ja, und der andere ist bei den Stewards ein normaler Tag im Büro. Das hat Günther Steiner vor langer, langer Zeit so ausgedrückt, was ja bei Haas und Magnussen und Grosjean sehr gut zutrifft. Dieses Mal traf nur die Hälfte zu in Japan, nämlich Kevin Magnussen, der hat im Qualifying das Auto weggeworfen und zerstört. Aber diesmal war nicht der andere Fahrer bei den Stewards, sondern der Teamchef selbst. Günther Steiner musste noch wegen Russland, hatte da ja am Funk einen Steward ziemlich böse beleidigt, antanzen, 7.500 Euro Geldstrafe kassiert dafür. Ja, auch mal was Neues in der Formel 1. Nichts Neues war es dafür sportlich bei Haas. Wie gesagt, Magnussen im Qualifying gleich gecrashed. Grosjean, ja, war im Q3, der andere ist dann irgendwie immer gut. Hat dann aber gleich am Start alles verloren, war dann schon nach dem Start hinter Magnussen quasi. Und der ist von 19 losgefahren, das sagt eigentlich schon alles. Rennpace bei Haas hat man lange nachgesucht und nicht gefunden, war nicht vorhanden. Also da wieder große, große Rätsel bei denen. Ja, und was soll man da am Ende noch sagen? Also, selbst hat das Team schon gemeint, ja, es war ja eh keine Überraschung, war so erwartet und dementsprechend groß ist dann da auch wieder der Frust und so fällt dann auch die Bewertung aus. Bei Alfa Romeo war es fast so ein bisschen wie bei Haas. Da ging im Rennen auch einfach auf einmal gar nichts, da war keine Rennpace einfach vorhanden. Das Qualifying war schon sehr durchwachsen mit den Plätzen 11 für Giovinazzi und 13 für Kimi Räikkönen. Im Rennen ging es dann sogar erst noch weiter zurück. Man war da eigentlich nur ganz klar die siebte Kraft in der Formel 1, also oder achte sogar nur, wenn man ja tatsächlich ganz realistisch schaut. Also da ging nichts hinten raus, wurde es dann eher siebte, sechste Kraft. Der Schlussstint mit Soft, der lief ganz gut, aber da war das Rennen natürlich schon lange verloren und so wieder keine Punkte für Alfa Romeo. Und deshalb kann man da erneut auch da wieder nur den Daumen nach unten geben. Racing Point befindet sich in der zweiten Saisonhälfte weiter im Aufwind. Auch in Suzuka lief es für das ehemalige Force India Team richtig gut. Also okay, richtig gut, also schon ziemlich gut. Das Qualifying von Sergio Perez, das war eher so ein bisschen ein Debakel. Der ist mit dem Wind, der da geherrscht hat nach dem Taifun, gar nicht klargekommen. Ist nur 17. geworden, im Q1 also rausgeflogen. Kennt man so von ihm eigentlich nicht. Hat sich dann im Rennen schön zurückgekämpft, am Ende Platz 9 mit einem kuriosen Finish. Er ist ja in der 53. Runde mit Gasly kollidiert. Da das Rennen aber durch einen Fehler der Rennleitung schon in der Runde vorher abgewunken wurde, wurde auch die gewertet. Das heißt, er ist eigentlich ausgefallen, aber dann doch nicht, hat dann die 2 Punkte bekommen für Platz 9. Von der Aktion von Gasly war er zwar trotzdem nicht begeistert, aber immerhin hat es die 2 Punkte dann für ihn am Ende noch gegeben, nach einem schwierigen Qualifying, einem schwierigen Tag. Lance Stroll, der ist ins Q2 gekommen, immerhin im Qualifying, hat zum zweiten Mal nach Monza, hat er Sergio Perez im Qualifying geschlagen dieses Jahr. Also auch bei ihm läuft es in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen besser. Im Rennen war dann der Leidtragende, er ist nämlich eigentlich 10. geworden nach dem Ausfall von Sergio Perez, ist aber dann dadurch, dass die Runde vorher gewertet wurde, halt wieder auf Platz 11 dann zurückgefallen. Also er hat seinen Punkt dadurch verloren. Ja, aber für Racing Point geht es auf jeden Fall bergauf. In der zweiten Saisonhälfte eigentlich fast in jedem Rennen Punkte, von daher Daumen hoch. Ja, bei Toro Rosso ging es in Suzuka erstmal mit Japan Festspielen los. Zum ersten Mal seit Kamui Kobayashi war mit Yamamoto am Freitag statt Pierre Gasly immer wieder ein Japaner im Cockpit. Hat seinen Job auch gut gemacht, keinen Yuji Ide gemacht, also unfallfrei geblieben, fast zeitgleich sogar gewesen im Training damit. Daniel Kwiat, ja, und nachher, wie man das von ihm vor allem erwartet hat, ungefähr 80 Mal die Honda Power gelobt. Also starke Leistung vor allem auf der PR-Seite von Yamamoto, aber ja, auch auf der Strecke. Zum
echten sportlichen Ergebnis dann am Sonntag. Die Performance bei Toro Rosso, ja, die war eigentlich ganz solide beim Honda-Heimrennen. Pierre Gasly als Achter gute Punkte gemacht, generell eine gute Performance gezeigt. Ja, ganz am Ende mit Perez, das war jetzt nicht das berühmteste Manöver, aber gab keine Strafe. Also unter dem Strich kann man ihm das dann noch nicht mal vorwerfen, hat nichts weggeworfen dadurch. Hatte sogar tatsächlich das ganze Rennen über mit einem Problem bei der Aufhängung zu kämpfen. Also umso besser, umso höher zu bewerten ist da seine Leistung noch. Zumal dann auch Daniel Kwiat eben mit diesen Problemen nicht ausgestattet war, aber eben komplett, ja, deutlich schlechter war eigentlich als Pierre Gasly. Relativ durchwachsenes Wochenende vom Russen, sehr schlechter Start und dann ging einfach nicht mehr viel und ja, keine Punkte für ihn. Deshalb bei Toro Rosso, wenn man den Kwiat ein bisschen abzieht, sage ich mal, ist der Daumen schon so. Ja, für Renault war das Rennwochenende in Suzuka eine richtige Achterbahnfahrt, genau wie die Rennstrecke an sich. Das Qualifying für das Team ein komplettes Debakel. Daniel Ricciardo gar nicht mit dem Auto klargekommen, nur 16. geworden, im Q1 raus. Nico Hülkenberg im Q2 dann rausgeflogen, am Ende 15. gewesen, wegen einem Hydraulikdefekt. Da hat man eigentlich schon gedacht, okay, Suzuka, da kann man eh nicht so gut überholen. Jetzt steckt die da ganz hinten, das wird nichts mehr. Und dann im Rennen sind die beide durchs Feld gegangen. Das war also wirklich vom Allerfeinsten. Ricciardo, der hat echt das Messer zwischen den Zähnen gehabt, im besten Honey Badger-Style da durchs Feld gegangen. Am Ende 7. geworden, durch die Strafe von Leclerc noch profitiert, Platz 6. Also der hat es da richtig gerissen, hatte auch ein bisschen Glück mit der Strategie. Er durfte nämlich auf dem Medium-Reifen losfahren, einen langen Stint und dann auf Soft hinten richtig raus angasen. Man hat halt gesplittet bei Renault. Hülkenberg, der musste auf Soft losfahren. Am Anfang im Verkehr, es hat nicht so gut geklappt. Und dann später der Medium im zweiten Stint, das war ein bisschen schwierig bei ihm. Am Ende trotzdem noch eigentlich 9. geworden, dann durch das Pech, weil die Runde vorher gewertet wurde. Am Ende dann nur Platz 10, aber immer noch einen Punkt geholt. Eine super Startrunde gab, 5 Plätze in der ersten Runde gut gemacht. Also bei den Fahrern muss man sagen, Daumen hoch bei Renault, beim Team nach dem Qualifying, nachdem, ja, sie kommen einfach nicht so wirklich zu Rande, geht der Daumen eher so in die Mitte. Zu McLaren gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Die sind und bleiben der Best of the Rest, vor allem Carlos Sainz. Der Junge ist im Mittelfeld mittlerweile wirklich eine Klasse für sich. Qualifying Platz 7, im Rennen Platz 5, Charles Leclerc noch hinter sich gehalten, der am Ende eine Attacke auf die schnellste Runde geritten hat, auf dem frischen Reifen. Also das hat er, ja, mal wieder richtig perfekt gemacht, Carlos Sainz, der fährt mit Abstand die beste Saison seiner Formel 1-Karriere bisher, muss man sagen. Lando Norris hingegen, der ist weiterhin vom Pech verfolgt, der war im Qualifying 8., hatte einen guten Start, lag erstmal hinter Sainz, ja, und dann ging es für ihn bergab. Er hatte sich halt leider die Wrackteile von Charles Leclercs kaputten Ferrari in die Bremsbelüftung, ja, eingefangen. Die hat dadurch überhitzt, dadurch musste er zu früh an die Box und es hat die ganze Strategie über den Haufen geworfen, am Ende nur Platz 11. War noch ein kleiner Zwischenfall mit Alex Albon im Rennen, den hat er aber selber gar nicht so tragisch gesehen. Er meinte, ja, das ist Racing, hat mich halt ein bisschen abgedrängt, aber schon so okay. Also in dem Sinne, ja, Lando Norris leider mal wieder ohne Punkte geblieben, obwohl er es verdient hätte und auch locker geschafft hätte. Aber bei McLaren, sowohl bei den Fahrern als auch beim Team, der Daumen ganz hoch. Ja, zu Red Bull gibt es gar nicht so viel zu sagen irgendwie. In Japan, Max Verstappen, da ist man schnell fertig. Der wurde am Start einfach von Leclerc rausgenommen, ist dann noch ein bisschen weitergefahren. Aber ja, letztlich musste er dann abstellen, da war nicht viel los. Interessanter ist dann tatsächlich dieses Mal wirklich Alex Albon. Schon im Qualifying sehr gut gewesen, tatsächlich zeitgleich mit Max Verstappen. Also starke Leistung, gerade auf so einer absoluten Fahrerstrecke eben wie Suzuka, echt beachtlich. Start war dann ziemlich bescheiden, da sind die McLaren gleich mal durchgeschlüpft. Hat dann später auch noch einen ziemlich harten Kampf da geführt mit Lando Norris beim Anbremsen auf die Schikane. Aber auch da alles gut gegangen, keine Strafe kassiert, nichts kaputt gemacht. Und unterm Strich dann eben gut zurückgekämpft, hat die beiden McLaren dann im Rennverlauf wieder kassiert, hat dann P4 geholt, viel mehr war dann sowieso nicht drin gegen Vettel und die beiden Mercedes, da vorne wäre sowieso nichts drin gewesen. Aber unterm Strich natürlich dann für Red Bull beim Honda-Heimrennen nur ein 4. Platz. Ja, da hätte eigentlich wirklich mehr passieren müssen. Ist jetzt nicht Elben vorzuwerfen, sondern vor allem den blöden Umständen da am Start. Aber deshalb am Ende, was auf dem Ergebnis steht, ist, was man bewerten muss und was Honda auch dann leider verkaufen muss irgendwie und deshalb eher nach unten. Ferrari hatte sich den Sonntag, wollte ich fast sagen, nein, das Rennen, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt nach dem Qualifying. Erste Startreihe für Vettel und Leclerc, Sebastian Vettel, die zweite Pole Position der Saison seit Kanada und noch viel wichtiger, zum ersten Mal seit Kanada am Qualifying den Teamkollegen besiegt. Ja, und dann mit dem Rennstart war dann wieder alles gelaufen bei der Scuderia. Vettel erstmal seinen Frühstart gemacht, der eigentlich keiner war, dadurch aber schon mal die Spitze verspielt. Dann Leclerc, der hat kein Einsehen gehabt, dass er da in der ersten Kurve ein paar Positionen verlieren soll. Hat dann reingehalten bei Verstappen, kam es zu Kollision. Danach hat Leclerc mal wieder seinen Dickkopf unter Beweis gestellt. Das Team hatte ihm halt gesagt, ja, lass das Auto mal lieber reparieren. Da hat er erstmal 2 Runden nicht darauf reagiert, hat noch ein paar Teile auf der Strecke verteilt.
Da gab es dann am Ende zwei Strafen für Leclerc. Er ist am Ende als Sechster eigentlich über die Ziellinie gefahren, aber es gab einmal 10 Sekunden dafür, dass er nicht mit dem kaputten Auto in die Box gefahren ist, sondern halt die anderen Fahrer gefährdet hat. Und dann nochmal 5 Sekunden für die Kollision mit Verstappen. Also kein erfolgreicher Tag für Leclerc, der am Ende dadurch Siebter geworden ist. Den Bonuspunkt für die schnellste Runde, den man mit dem letzten Boxenstopp noch eigentlich reißen wollte, hat er auch nicht geholt. Der ging an Hamilton. Also für Ferrari, das Auto eigentlich Daumen hoch, das ist super schnell. Aber was die Fahrer da gemacht haben, das war nix. Ja, bei Mercedes, da kann man den Daumen ja eigentlich nur ganz klar nach oben geben. Da ist der 6. Konstrukteurstitel in Serie eingefahren worden. In Japan ist jetzt nicht mehr zu nehmen. Damit ist auch klar, ein Mercedes-Fahrer wird Weltmeister. Es ist nur noch die Frage, wer. Ja, Mercedes hat damit einen alten Ferrari-Rekord eingestellt, nämlich diese 6 Titel in Serie, die gab es bis jetzt nur einmal, nämlich von 99 bis 2004. Und ganz neuer Rekord ist jetzt, dass man dieses Doppel eben aus Fahrer- und Konstrukteurstitel auch 6-mal in Folge holen wird. Das gab es noch gar nicht. Deshalb schon natürlich ein Top-Wochenende von Mercedes, dann Erster und Dritter. Viel mehr geht da auch nicht mehr, außer man fragt natürlich Lewis Hamilton jetzt, okay. Ja, aber wir wollen natürlich nicht nur darauf schauen, sondern auch noch ein bisschen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Dazu muss man erstmal sagen, großes Update oder relativ großes Update eigentlich, wenn man jetzt betrachtet, dass wir schon kurz vor Saisonende sind. Es gab am Freitag einen neuen Unterboden, es gab Modifizierungen an den Seitenkästen und noch eine neue Endplatte am Frontflügel. Damit war Mercedes am Freitag richtig stark unterwegs, im Longrun jetzt auch wieder vor Ferrari. Sah eigentlich alles gut aus, ja, dann der kleine Wermutstropfen, aber im Qualifying hat es dann gegen die Ferrari-Power dann natürlich, muss man fast sagen, dann doch noch nicht gereicht, knapp dahinter gewesen. Aber schon wieder ein bisschen enger dran auch. Also auch da ging es dann dadurch ein bisschen nach vorne. Und ja, dann unterm Strich noch zu den Fahrern auch ganz wichtig. Valtteri Bottas hatte Hamilton das ganze Wochenende im Griff, schon im Training. Gut, dann der Samstag ist ja eh ausgefallen, aber Qualifying hat er da angeknüpft. Guten Start gemacht, hat dann natürlich ein bisschen profitiert davon, Vettels Fehler. Aber dann hat er das Ding komplett sauber nach Hause gefahren, sich nichts geleistet und auch dieses Rennen verdient gewonnen und auch gewinnen dürfen. Da könnt ihr auf der Rennanalyse, in der Rennanalyse nachlesen auf motorsportmagazin.com, ob denn dieser Hamilton-Stop da wirklich noch nötig gewesen ist oder ob man da so ein bisschen Fairness hat walten lassen für Altlasten und Valtteri Bottas dann diesen Sieg auch behalten durfte, den er auch wirklich verdient hatte. Ja, von daher Mercedes nochmal abschließend hier ganz, ganz klar Daumen nach oben. Ja, tatsächlich war das Rennen am Sonntag ja doch relativ chaotisch und weil das nicht alles so wirklich unbedingt nur was mit der sportlichen Performance der Teams zu tun hatte, haben wir natürlich noch ein anderes Video für euch parat. Das ging gestern schon online, findet ihr natürlich im Kanal und da klären wir die Themen auf, warum Vettels Frühstart denn kein Frühstart war, was da jetzt bei Renault los war mit den beschlagnahmten Lenkrädern eigentlich und warum das Rennen auf einmal eine Runde kürzer war, als es eigentlich sein sollte, hat euch Christian alles kompakt erklärt. Also einfach mal anschauen und dann wisst ihr auch mehr, als wie sich die ganzen Teams geschlagen haben.